Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tarjag Mitzvot, heute Mitzwa 285. Shelo Nagdish Baalei Mumin LaMizbeach. Man soll nicht Magdish sein, also Magdish heißt widmen, schenken, spenden an dem Tempel eine Korban, ein Tier, was hat ein Fehler, was hat eine Behindertum. Weil es steht geschrieben in die Tora, dritte Buch Moshe, Kapitel 22, 20. Wir lesen das vor. Alles, woran ein Gebrechen, sollt ihr nicht darbringen, denn nicht zur Gnade wird es euch sein. Also es muss sein Tamim. Tamim bedeutet fehlerlos. Also es muss sein ein Korban, der 100% gesund. Und jetzt kommt eine ganze Reihe von Mitzvot, von Mumim, Bakorbanot, von Fehler oder Behindertum, Baditire, die man bringt in Bet HaMikdash. Und wir werden Step by Step die Sache lernen. Wenn man wollte bringen eine Korban, ein Opfer zum Bet HaMikdash, in diesem Erlebnis haben viele Leute teilgenommen. Der Besitzer, der Kohen. Und da hat man gesucht eine vollkommene, vollständige Tier. Das nennt man Tamim. Tamim bedeutet 100% gesund im Körper. Weil man weiß, dass diese Korban kommt zum Bet HaMikdash. Es muss sein Muschlam, es muss sein tiptop, perfekt, perfekt. Weil der hat gesündigt oder der will danken Gott. Wenn man macht, macht man richtig. Zuerst hat man ausgesucht dem Tier. Und nachdem hat man ausgesucht, dann kommt der Begriff Lehagdish. Ich nehme diesen Schaf, diese Schäferle, zum Korban. Diesen auswählen ist kein Problem. Das liegt an dir. Aber wenn hast du schon eine ausgesucht, ausgewählt, dann muss das sein schon perfekt, vollkommen, vollständig, perfekt. Schlema betachlit. Sie muss sein, eine komplette gesunde sein. Und wenn du siehst eine Tier, die ein bisschen verletzt, und ein bisschen verletzt, gibt es sehr viele Einzelheiten, 73 verschiedene Behinderte, Gebrechene, Fehler, die kann sein bei einem Tier. Wenn einer hat gewidmet, gespendet, diese Tier zu Gott, das ist schon ein Verbot und er wird bestraft mit Malkot. Und trotzdem, diese Tier ist heilig und man darf sie nicht opfern. Und er musste diese Tier wechseln mit Geld und kaufen eine gesunde Tier und dann bringen zum Korban. Okay. Was hat das mit uns zu tun heute? Heute spenden wir nicht Tiere zum Bet HaMikdash oder Korbanot. In jeder Wohltätigkeit, was wir machen, wenn wir geben arme Leute Essen, soll sein Essen, die 100% gut sind. Schmackhaft, frisch, gesund, Kleider. Und wenn jemand braucht für etwas Geld, soll er aus dem geben Geld, soll er machen was Schöneres. Wenn man will bauen eine Synagoge, soll man bauen eine Synagoge, eine schöne. Wenn man will kaufen eine Sefer Torah, soll man kaufen eine teure Sefer Torah. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, vor Pesach, meine Frau hat mich gebeten, soll ich ein paar Säcke von alten Kleidern spenden in Rote Kreuz. Ich komme abend nach Hause, fragt sie, hast du das gespendet? Habe ich gesagt, ja, alles was war im Auto, habe ich gelegt in diesen Dose. Sagt sie, oi, oi, oi. Es waren dort auch ein paar Tüten mit neuen Kleidern von den Kindern.
Ich sage, Gott sei Dank, einmal haben wir gemacht, eine richtige Mitzwe, zu spenden Vollkommenheit, Vollständigkeit, also etwas vom ganzen Herzen, nicht so nur Bazar von Vizo oder Secondhand, so kleine Markthalle, wo die Leute gebrauchte Sachen zu... Es gibt gebrauchte Sachen, die sind gut. Aber wenn man spendet zum Beit HaMikdash, muss eine bestimmte Vollkommenheit sein. Also, was ist Lehagdish? Lehagdish bedeutet, du nimmst ein paar Kleider von zu Hause und du sagst, das geht jetzt Spende an Vizo Bazar, das geht jetzt Spende zum Beit HaMikdash. Und die Torah will, dass Vollkommenheit soll sein, sogar in unsere Gedanken. Wenn der Tier ist behindert oder hat eine Gebrechen, das zeigt, dass derjenige, der bringt dem Korban, hat keine gesunde Gewissen, dass er nimmt solche Kompromisse. Er zeigt, dass seine Kontakt zu Hashem sind ganz, ganz weit. Er muss bringen ein Korban, er nimmt irgendeine schmuddelige, kranke Tier oder Geflügel und er bringt es. Und deshalb muss man achten, dass der Tier ist gesund jetzt und der Tier wird gesund bleiben und nicht geizig sein. Wenn Hashem will, dass du Korban bringst, du musst Lehagdish, du musst widmen, heiligen ein Tier mit voller Überzeugung. Und wenn einer hat gemacht, Akdasha, Korban, und es ist nicht perfekt ein Tier, kriegt er Malkot. Also das ist die Mitzwa 285. Und jetzt kommt das eine ganze Reihe von Korbanot, von Gesetze über diese Thema. Shkoyach.